Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute geht es eigentlich um folgendes Thema. Und zwar, ist Fitness oder Bodybuilding wirklich so verdammt kompliziert, wie man immer denkt und wie man immer hört? Und meine Meinung dazu ist ganz klar, nee, ist es nicht. Es gibt meiner Ansicht nach drei Dinge, auf die ihr achten solltet, wenn ihr beginnt zu trainieren oder vorhabt, gesünder zu leben oder eure Strandfigur erreichen wollt. Und zwar ist das erstens die Ernährung. Ist eigentlich viel komplizierter immer gemacht, als es schlussendlich ist. Das heißt, man hört immer von Mikronährstoffen, Makronährstoffen und Supplements und dies und das, was man noch braucht. Und ja, Leute, ich sage euch am Anfang, ihr braucht nur auf etwas Kleines zu achten, und zwar gesunde Ernährung. Jeder Mensch mit ein bisschen gesundem Menschenverstand weiß ungefähr, was ich meine mit gesunder Ernährung. Also viel Gemüse, gute Kohlenhydrate wie Pasta, Reis oder Kartoffeln, gutes Eiweiß, das heißt Rindfleisch, Pullefleisch, Erbsen und so weiter, und gute Fette wie Nüsse zum Beispiel, ja, oder Eier oder und. Jeder weiß, was gesunde Ernährung ungefähr ist. Und wenn man sich ein bisschen darauf konzentriert, dann ist es eigentlich kein Problem für jedermann, sich einigermaßen gesund zu ernähren, weil 100% kann sich sowieso kein Mensch gesund ernähren. Ja klar, können es Menschen machen, aber ich würde es am Anfang niemandem empfehlen, von einem Tag auf den anderen komplett die Ernährung umzustellen, weil die Gefahr ist dann sehr groß, dass man nach einer gewissen Zeit wieder ins alte Muster zurückfällt. Und von daher würde ich jedem empfehlen, die Ernährung langsam anzupassen und nicht, muss hier kurz überholen, so, und nicht von einem Schlag auf den anderen die Ernährung umstellen, weil spätestens, wenn man sein Gewicht, sein Wunschgewicht oder sein Wunschkörper erreicht hat, das ja meistens mit einer Crash-Diät ziemlich schnell geht, ändert man seinen Ernährungsplan wieder und ist dann eigentlich ruckzuck wieder, dank dem Jojo-Effekt, auf seinem alten Gewicht, und das wollen wir ja alle nicht. Von daher würde ich jedem empfehlen, gemütlich die Ernährung anzupassen, jeden Tag ein bisschen gesünder, und dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Dann das zweite ist das Training. Ein gutes Training mit einem guten Plan sollte man haben. Pläne würde ich nicht unbedingt aus dem Internet holen und schon gar nicht von irgendwelchen Pro-Bodybuildern oder so einfach den Plan kopieren, weil man muss immer gucken, welche Voraussetzungen habe ich, welchem Stand bin ich jetzt und was sind meine Ziele. Ich kann jetzt nicht zum Beispiel von, weiß nicht, Ronnie Coleman sein Trainings- und Ernährungsplan übernehmen und dann denken, ich mache irgendwelche Erfolge damit. Klar, einen kleinen Erfolg wirst du auch damit machen, aber es ist einfach nicht das Optimale für dich. Also immer gucken, holt euch einen Trainingsplan, entweder von einem Trainer oder von jemandem, der, wie soll ich sagen, etwa die gleiche Voraussetzung hat wie ihr selbst. Und natürlich auch dieselben Ziele. Es gibt ja viele verschiedene Ziele. Die einen wollen Powerlifter werden, die anderen wollen Bodybuilding, Masse haben, und viele andere wollen einfach einen schönen Körper, eine tolle Strandfigur haben, und auf das müsst ihr achten. Und dann das dritte, eigentlich das schwerste von allem, würde ich jetzt einfach mal sagen, und zwar ist das die mentale Stärke. Ihr könnt noch so einen guten Plan haben, einen Trainingsplan oder einen Ernährungsplan. Es kann alles noch so perfekt sein, aber wenn ihr mental nicht die Stärke habt, um das auch durchzuziehen, und mit durchzuziehen meine ich nicht 2 Wochen am Stück und dann wieder einen Monat Pause, sondern durchziehen über eine längere Zeit, das heißt
halbes Jahr oder mal ein bisschen weniger gesagt, 3 Monate auf jeden Fall euer Lifestyle, wenn man das so sagen kann, durchzuziehen, ist eigentlich sehr wichtig. Ist eigentlich fast das Wichtigste am Ganzen, weil, wie gesagt, wenn ihr einen Top-Plan habt, aber den nicht ausführt, dann ja, bleiben die Erfolge aus. Ist ja ganz klar. Und ja, das ist es eigentlich schon. Diese 3 Dinge, würde ich sagen, sind am Anfang vor allem sicherlich mit Abstand die wichtigsten, dass man sich darauf konzentriert. Gesunde Ernährung, jeder Mensch weiß ungefähr, was gesunde Ernährung heißt. Dann das Training, den Trainingsplan, einen guten Plan erstellen lassen. Oder man kann den natürlich auch selber machen, gar kein Problem. Aber da braucht es halt ein bisschen Recherche und ein bisschen Erfahrung. Würde ich nicht unbedingt an einem Anfänger empfehlen, sich selber einen Plan zu machen. Aber ja, und das Dritte, wie gesagt, die mentale Stärke, Durchhaltevermögen. Und ja, das wäre es eigentlich schon. Viel mehr würde ich mich gar nicht darauf konzentrieren. Ist auch wichtig, wenn ihr zu viele Sachen auf einmal perfekt machen wollt, wird es noch schwieriger, als es sonst schon ist, umzustellen von einem normalen Leben, sage ich mal, zu einem kleinen Fitnessleben. Ja, es wird einfach nicht einfacher, wenn ihr euch zu viel miteinander aufbindet. Und von daher würde ich einfach sagen, Schritt für Schritt, immer einen kleinen Schritt mehr, jeden Tag einen kleinen Step näher an euer Ziel und ja, dann werdet ihr erfolgreich sein, ganz bestimmt. Ja, und das Wichtigste, was ich noch sagen wollte, lasst euch nicht verwirren, denkt darüber nach, lasst euch nicht verwirren von Leuten, die euch irgendwie sagen, du musst unbedingt das und du musst unbedingt dieses und dieses Supplement musst du noch nehmen und das und bla bla bla. Denkt ein bisschen mit, beachtet diese 3 Dinge, die ich gesagt habe und ja, ihr werdet Erfolge sehen, ganz bestimmt. Okay, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ansonsten, ihr wisst, wie es läuft, Facebook oder so. Ja, schreibt es in die Kommentare, abonniert, liked und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!